Ich dachte, wir hätten uns nach Ihrer letzten Reise verstanden. Solange Sie Geld vom Vaterstaat bekommen, sind jegliche Einsätze als Kindermädchen passé. Logisch. Entschuldigung, höre ich da Kinder? Und ist das Meeresrauschen? Frau Höfner, wo sind Sie? Ja, ich bin wo? Bin ich in der U-Bahn? Die probieren da gerade eine ganz verrückte Aktion. Meeresrauschen und Kinderschreien gegen Aggressionen im Nahverkehr. Herr Leubinger, ich höre Sie ganz schlecht. Herr Leubinger, hören Sie mich? Hallo? So, Frau Höfner, ich glaube, da müssen wir andere Seiten aufziehen. Frau Schmidt? Genau, ja. Pia. Grüß Gott. Hallo. Sagen wir einfach du, oder? So ist es hier in Kanada üblich. Ja, gerne. Bin ich, Henny. Henny, herzlich willkommen. Danke. Es war so eine schöne Fahrt jetzt mit dem Schiff. Ja. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh wir sind, dass du so kurzfristig kommen konntest, wirklich. Gerne. Nanny, mit deinen Qualifikationen zu finden, also das war nicht leicht. Ja. Das sind schon Qualifikationen. Eigentlich braucht man ja nur ein bisschen einen gesunden Menschenverstand im Umgang mit Kindern. Ja. Bristol ist 13, hat dein Verlobter mir am Telefon gesagt. Mhm. Christophers Tochter aus erster Ehe. Oh. Und jetzt stecken wir mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Ich habe extra Urlaub genommen. Chris hat viel in seiner Firma zu tun. Es bleibt einfach gerade nicht genug Zeit für Bristol. Naja. Jetzt bin ich ja da. Wohnt Christels Mutter gar nicht auf Vancouver Island? Doch, aber Greta ist beruflich viel unterwegs. Bristol lebt hauptsächlich bei Chris. Ich muss noch mal kurz mit dem Schneider sprechen, wegen meines Brautkleids. Ja, so ein Brautkleid passend zu Babybauch ist ja auch eine Herausforderung, gell? Sieht man das schon so? Oder hat Chris dir gesagt, dass... Nein. Du legst nur immer unbewusst die Hand auf deinen Bauch. Erst Mutterreflexe. Behältst du es für dich? Bristol weiß noch nichts davon. Und Shoplifters, stimmt nicht. Sharon und ich haben nichts geklaut. Jetzt Finger weg! What's that? What's going on there? I don't know. So, sag mal, wie gehen Sie denn mit den Schulsachen um? Also. So, da ist jetzt aber mal eine Entschuldigung fällig. Jetzt sind Sie ganz schön sorry, oder? Whatever. It doesn't matter. Sorry. Das wäre echt cool von Ihnen. Wieso sprichst du so gut Deutsch? Bristol? Ja, du bist Bristol. Sag mal, hast du keinen Unterricht? Lehrerkonferenz. Letzten Stunden fallen aus. Ich bin die Henny, dein neues Kindermädchen. Sind Sie hier irgendwo ein Kind? Ich brauche keine Nanny. Und das habe ich Papa auch gesagt. See ya. Ich schlafe heute bei Sharon. Hey. Dein Vater will, dass du dieses Wochenende zu Hause bleibst. Er ist auch sowieso nicht da. Ab in den Wagen. Bye, Sharon. Bye. Ab in den Wagen. Und, gefällt's dir? So habe ich mir Kanada immer vorgestellt.
Wow, ist das groß. Ja, ja. So lebt der Hochadel von Vancouver Island. Und da kommt auch schon die Queen. Pia ist mal wieder sowas von krass scheiße. Sorry, Graham, ich hoffe, dein Tag war schöner als meiner. Danke der Nachfrage, Crystal. Es geht so. Womit hast du denn heute meine Enkelin die Laune verdorben? Darf ich vorstellen? Frau Henriette Höfner, das neue Kindermädchen aus München. Esther Hunter, meine zukünftige Schwiegermutter. Hallo Esther, ich bin die Henny. Das ist, also ihr habt so ein umwerfendes Haus hier. Schön, dass Ihnen unser Anwesen gefällt. Tja, ein Premium-Kindermädchen hatte ich mir anders vorgestellt. Sind Sie sicher, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Ja, bisher hat's ganz gut geklappt. Na ja, dann hoffen wir mal, dass sich das noch steigern lässt. Also, bis jetzt habe ich eigentlich einen ganz guten Eindruck von Frau Höfner. Also, ich bin jetzt gleich zum Golf verabredet und dann... You have a charity dinner at the Lions Club. Ja, danke. Thank you, Anne. Club. Ja, danke. Thank you, Anne. Ja, Sie möchten sich sicher frisch machen nach der langen Reise. Na, das passt schon. Unsere Haushälterin N wird Ihnen alles zeigen. Die Details Ihrer Aufgaben besprechen wir dann morgen beim Frühstück. 8 Uhr ist recht. Ja. Please show Mrs. Höfner to her room. Na, nix. Das schaffe ich schon allein. Grüß Gott. Und wo ist Bristels Zimmer? Ah, hör schon. Einfach der Musik nach, gell? Simply after the music. Should I have that unpacked for you? Huh? Nein, das mache ich schon selber. Ja, auf gute Zusammenarbeit, Ann. Ich hab noch nie geklaut. Ehrlich. Aber Sharon und ich wollten endlich mal dazugehören. War das so eine Art Mutprobe? Der Clip ist unsere Eintrittskarte. Zu Tyras Crew. Zu ihrer... Klicke. Wer mit denen abhängen will, muss hip sein. Cool, verstehst du? Ich weiß, es war total behämmert und kriminell und alles. Kriminell und alles. Aber es tut mir leid. Wirklich. Ich musste Brausepulver klauen, damit ich bei den großen Mädchen mitspielen durfte. Brausepulver? Ja, das war eine andere Zeit. Aber das müssen wir... Bitte verrat mich nicht. Meine Graham flippt aus, wenn sie das rausbekommt. Du hast sie ja gerade mitbekommen. Aber das bringst du zurück und deine Freundin Sharon auch. Sure, ganz sicher. Danke, Henny. Du bist eine echt coole Nanny. Bei dir? 3 Uhr. Klar, Jetlag. Und? Jetzt sag doch mal, wie geht's der Premium-Nanny bei dem Holzfäller? Von wegen Holzfäller, du hast keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Das sind piekfeine Leute, die Hunters. Allein die Haushälterin ist schon halbe Gräfin. Es gibt eine Haushälterin? Cool. Du, Tobi, ich hab das Gefühl, die merken alle, dass mein Premium-Kindermädchen geschummelt ist. Ja, dann gib doch einfach mit deinen bisherigen Aufträgen an. Ich meine, wenn die hören, dass du schon Kids in Afrika und in Mauritius betreut hast, dann ist die Sache doch geritzt, oder? Genau. Du, Tobi, was ganz anderes. Du musst unbedingt meine Webseite löschen. Der Läubinger denkt... Tobi, du musst zum Training. Ja, ich komm sofort, Mama. Ist es die Kathi?
Kann ich mal mit dir sprechen? Komm jetzt, ja. Los. Mama. Ja, ich komme sofort. Warum hast du denn aufgelegt? Wenn Mama mitkriegt, dass ich mit dir rede, dann... Ja, aber ich will der Kathi doch nur erzählen, dass sie bald ihr Geld zurückbekommt. Ganz bald. Lieber erst überweisen, dann sprechen. Ja, aber ich... Mama, glaub dir nichts mehr. Glaub mir das, Oma. Was war das vorhin mit deiner Website und dem Leubinger? Ach so, ja. Du musst die Website unbedingt löschen. Unbedingt. Der Leubinger denkt, dass ich immer noch als Kindermädchen unterwegs bin. Ja, aber bist du ja auch. Ja, aber doch nur, damit ich die Schulden bei deiner Mama zurückzahlen kann. Na dann... Good luck, Oma. Ich muss los. Love you. Frau Höfner. Ui, schaut das schön aus. Das erinnert mich an meinen Einsatz in Südafrika. Also war das Mauritius? Frühstück wie im Vier-Sterne-Hotel. Wie lange sind Sie denn schon als Premium-Nanny im Geschäft? Oh ja, schon eine ganze Weile. Also vorher war ich Unternehmerin, selbstständig, Einzelhandel. Tatsächlich? Schläft Bristol noch. Freue mich schon drauf, Sie richtig kennenzulernen. Meine Enkelin holt gerade ihre Schulsachen. Okay, ist Samstag auch Schule hier? Nein, aber Sie sollten sich schnellstmöglich in den Lehrstoff einarbeiten. Viel Zeit bleibt ja nicht. Wofür jetzt genau? Bristol steht in fast allen Fächern auf der Kippe. In Deutsch kann sie nur noch eine Nachprüfung retten. Dabei ist das so ein aufgewecktes Kind, oder? An Intelligenz fehlt es meiner Enkelin ganz sicher nicht. Ja, Schule ist auch nicht jedermanns Sache, gell? Aber an Disziplin. Hinzu kommt für Sie die Aufsicht und Kontrolle der täglichen Hausaufgaben. Ah ja, die sind dann auf Englisch. Would it be a problem? No problem. Also Ihre Aufgabe wird sein, Bristol durch die Nachprüfung zu bringen und Ihre Versetzung zu sichern. Das war's dann wohl mit Grannys 100-Dollar-Dose aus Posen. $1,200. Das kann man vielleicht kleben. Sorry. Meißen. Ja, Chris hier. Du, sag mal, ich habe gerade den Brief von deinem Rechtsverdreher bekommen. Ist das echt dein Ernst? Jetzt pass mal auf, wenn du... Hab ich dich? Hey. Oh, sorry. Das war nur Business-Gelaber. Komm mal her. Ich bin verschwitzt. Cool. Ich hab dich letzte Nacht vermisst. Das Gefühl kenne ich. Mhm. Ich fahr wieder mit. Ja. Ist die Nanny schon da? Die neue Nanny heißt Henny. Okay, und was sagt Bristol dazu? Sind Sie irgendwo ein Kind? Ich brauche keine Nanny. Ganz der schroffe Charme ihrer Großmutter. Oh Mann. Das hast du jetzt gesagt. Mr. Hunter hat am Telefon gesagt, dass Bristol nur ein bisschen Unterstützung in Deutsch braucht. Da wusste er noch nicht, dass ich die letzte Klausur verhaue. Seit letzter Woche stehe ich in Deutsch auf F. F? Das ist ja nicht so. Nach F kommt nichts mehr. Damit bleib ich sitzen. Aber du sprichst doch super Deutsch. Frau Höfner, Bristol besucht eine sündhaft teure Privatschule. Im Fach Deutsch geht es da nicht um Vokabeln, da geht es um Literatur. Da sind wir hier auf europäischem Gymnasialniveau. Sie wissen, was das bedeutet. Ja, aber wegen einer Klausur bleibt man ja nicht sitzen. Es war nicht nur eine.
Meine Enkelin steckt in einer schwierigen Phase, die wir sicher bald überstanden haben. Viribus unitis. Mit vereinten Kräften. Naja, wenn man früher bemerkt hätte, dass Bristol Schwierigkeiten hat und weniger smart wird. Wir haben es bemerkt, Frau Höfner, und dafür gesorgt, dass Bristol ausnahmsweise eine Nachprüfung ablegen darf. Hey! Ist doch super. Was ist denn das Thema von der Nachprüfung? Goethes Faust. Der Faust im Nacken, gell? Dad! Ah ja, dann gehe ich mich mal Ihrem Sohn vorstellen. Ja, die Bücher. Hey. Hey. Hi, Dad. Sie müssen Frau Höfner sein. Guten Tag. Chris Hunter, wir hatten telefoniert. Bin die Henny. Also, wenn Sie mögen. Okay, Henny. Schön, dass Sie da sind. Wie war denn die Anreise? Yes. Hello. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. No, my name is Schmidt. Hat meine Mutter schon... What do you want? Ja, hat sie. Okay. Oh. Ist alles okay? Ja, falsch verbunden. Ich gehe eben duschen. Wir wollten schon mit den Hausaufgaben anfangen. Wegen der Deutscharbeit. Hilfst du mir? Dafür ist doch jetzt eigentlich Henny da, oder? Ja, freilich. Außerdem muss ich gleich noch mal in die Firma... Können wir nicht mitkommen? Es wäre doch gut, wenn Henny den Betrieb kennenlernt, oder? Gerne. Forstwirtschaft interessiert mich brennend. Also eigentlich habe ich sie nicht zum Sightseeing engagiert, sondern damit sie mit meiner Tochter arbeiten. Komm schon, Dad. Henny ist doch gerade erst angekommen. Jetlag und so. Hab ein Herz, bitte, Dad. Alles klar. Komm, einsteigen. Aber schon noch in Stil. In Grandpas Truck. Grandpas Truck? Na, wenn der jetzt... Mein Urgroßvater kam 1914 aus Deutschland hierher. Ach. Ja, wahrscheinlich, weil er nicht in den Krieg wollte. Sehr sympathisch. Boss, you got a minute? Be right there, John, okay? Er hat hier als ganz einfacher Holzfäller angefangen. Da war er aber fleißig. Und kriminell. Stimmt. Den ersten Hektar Wald hat er beim Pokern gewonnen. Mit gezinkten Karten, sagt okay. Die Legende. Ja, und heute gehört uns jeder Baum, den Sie sehen. Von hier bis zur Bergkette da hinten. Wir spezialisieren uns auf Ahorn und Zeder. Auch weil der Mountain Pine Beetle die meisten Kiefern zerstört hat. Der wer? Ein parasitärer Käfer. Ah. Sehen Sie die ganzen kahlen Flächen? Das waren alles befallene Kiefern. Nur Edelholze sind vor dem Beetle sicher. Na? Sharon will sich treffen. Ich kann jetzt nicht. Warum hilft denn dir Pia eigentlich nicht bei den Hausaufgaben? Dass ich Pia scheiße finde, hast du immer noch nicht kapiert? Was hat sie denn getan? Nix. Sie ist trotz Bescheißung. Wortschatz armselig, Inhalt ungenügend. Dad bezahlt dich dafür, dass ich die Schule schaffe. Der Rest geht dich gar nichts an. Ja, dein Wortschatz fällt in meinen Aufgabenbereich. Und da ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Unternehmen wir was? Ich hätte total Lust am Strand. Oh, das wird heute leider nichts. Der große Auftrag aus Montreal sitzt uns im Nacken. Ich muss die ganze Lieferung prüfen. Den ganzen Tag? Fräulein, musst du nicht lernen? Ja, aber wir könnten ja an den Strand fahren und nehmen die Schulsachen einfach mit und Sie kommen mit Pia nach. Das werde ich nicht schaffen. Dann habe ich doch keine Lust. Nächste Woche plane ich den Strandausflug fest mit ein, hm? Versprochen. Wie sonst auch immer. Komm, Bristol. Arbeit ist Arbeit. John fährt euch nach Hause. John! Bis später. Also, was hast du denn auf? Bio und Geschichte. Geschichte ist easy, aber bei Bio bin ich raus. Dieses Mimikrieg kapiere ich null. Ja, da muss ich mich auch erst mal reinarbeiten. Wann ist denn die Nachprüfung in Deutsch? Freitag in 2 Wochen. Oh, ja, dann schauen wir mal. Habe nun 8 Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Was will uns der Autor damit sagen? Richtig. Dem Faust geht's wie dir. Der lernt und lernt und hat trotzdem keine Ahnung von nix. Die Fairlis zu den Wilsons, das passt auf jeden Fall. Die Dykes, Mr. Irwood, das Ehepaar Kutscher.
Sie kommen mit dem Unterrichtsstoff zurecht, Frau Höfner? Ja, bestens. Den Bürgermeister an den Tisch von Bruce Ashton von der S&A und Lillian Haines setzen wir neben ihn. Ach, nein, das geht ja gar nicht. Lillian hatte was mit Ashton und seine Frau weiß davon. Tja, das kommt wohl in den besten Familien vor. Wir könnten Miss Haines an den Tisch zu meinen Kollegen setzen. Zum Hotelpersonal? Nicht wirklich. Ach, gar nicht so schlecht hier. Wenn wir Bogle dazu setzen. Bogle ist wunderbar mit Personal. Please take it down. And Bogle and Haines on table 14, which opens up 2 seats on table 8. Mom! Oh, Greta ist da. Ich dachte, du kommst erst nächste Woche. Der Kunde war mit den Entwürfen zufrieden. Warum sollte ich noch länger dort bleiben? Mom ist Innenarchitektin, super erfolgreich. Oh, danke, mein Schatz. Und Sie sind? Dad hat mir eine Nanny besorgt. Henriette Höfner, dann sind Sie die Frau Hunter. Heute heiße ich wieder De Vries. Ich halte das für den besseren Markennamen. Sie nicht auch? Oh, bei uns zu Hause gibt's einen richtig guten Gouda, der heißt so ähnlich. Anne, it's so good to see you. Nice to see you, by the way. Yes, it is. Lovely to see you, dear. Frau Höfner sorgt dafür, dass Bristol das Schuljahr schafft. Christopher und du, ihr hattet es ja abgesprochen. Ja, richtig. Chris hatte das erwähnt. Pia. Alles gut mit den Hochzeitsvorbereitungen? Ja, die laufen, danke. Ich habe gesehen, ihr habt in keinem unserer Geschäfte eine Geschenkliste auslegen. Wozu auch? Christopher hat doch alles, was die beiden brauchen. Hilfst du mir bei der Tischordnung? Dir fehlt doch noch ein bisschen das Gespür für deine Gäste. Ja, es sind ja auch eigentlich deine Gäste, Esther. Mir reicht eine kleine familiäre Hochzeit. Das weiß ich doch, Liebes. Und das unterscheidet uns eben. Ja. Oje. Ich dachte, das mit der Übelkeit wird besser. Ja, das variiert. Das ging bei mir weit in den sechsten Monat. Das sind rosige Aussichten, danke. Bist ja ganz blass. Mein Herr. Vielleicht ist dir ja auch wegen was anderem übel. Was hat denn Esther eigentlich gegen dich? Ist das so offensichtlich? Sie plant deine Hochzeit mit ihrer ehemaligen Schwiegertochter, also ich weiß nicht. Esther hält mich für ein Golddigger. Ein was? Eine Goldgräberin. Meint eine Frau, die alles dafür tut, sich einen reichen Mann zu angeln. Zum Beispiel schwanger zu werden. Dafür macht's aber einen Riesenwirbel um euer Fest. Trink mal. Ja, sie weiß halt, dass Chris mich liebt. Und wenn schon geheiratet wird, dann standesgemäß im Hunter-Style. Wann kommen deine Eltern an? Meine Eltern sind bei einem Autounfall gestorben. Oh. Das ist schon okay. Das ist lange her. Oh. Das ist schon okay. Das ist lange her. Hast du es mal mit Ingwer-Tee probiert? Ich weiß nicht, ob deine Hausmittel aus Bayern da jetzt helfen. Mom! Ich weiß. Los, probier sie mal an. Canada's next supermodel. Wollen wir zusammen ins Kino gehen? Wir wollten uns doch eh den Selena Gomez-Film angucken. Oh, es ist nicht unser Wochenende, Schatz. Dein Dad hat bestimmt was geplant. Hat er, aber ich komme nicht drin vor. Ich packe einfach kurz meine Sachen und bleib dann bis Montag bei dir, okay? Das fände ich ja auch schön. Wirklich, Bristol. Aber Mami hat heute noch was Wichtiges zu tun. Warum sagst du, Mom hat noch was Wichtiges zu tun? Als ob du über jemand anderen reden würdest. Bin ich 5 oder was? Schatz, bitte sei nicht traurig, ja? Ich mach's wieder gut. Ich verspreche dir, dass wir ganz bald alles nachholen werden. Nein! Oh, get lost.
Schoko-Brownie oder Strawberry-Cheesecake? Ich habe keinen Hunger. Das braucht man für Eis auch nicht. Außerdem muss ich abnehmen. Du bist 13. Fast 14. Ja, du hast eine wunderbare Figur. Lass dir bloß von niemandem was einreden. Sagt die Frau mit Kleidergröße 44, ne? 38. Der war gemein. Meine Tochter Kathi ist auch immer so gern geritten. Überall, wo ein Ponyhof war, musste man hin. Und das interessiert mich, warum? Alter, schaust deiner Mutter so ähnlich. Gut, schau mal. Wir waren mal eine echt coole Familie. Ihr seid immer noch eine Familie. Warum sagst du deinen Eltern nicht, dass du mehr Zeit mit ihnen möchtest? Weil es sie nicht interessiert. Ich bin ein Scheidungskind. Weißt du, was das bedeutet? Was bedeutet das für dich? Frag meine Eltern. Aber lass dir lieber einen Termin geben. Sonst wird das nämlich nichts. Hey! Greta! Was soll denn der Scheiß, hey, hä? Wow. Was? Wow, wow, wow. Hallo, Chris. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Du drohst mir mit einer Sorgerechtsklage? Sag mal, spinnst du? Sorgerecht kommt von Umsorgen. Das ist dir doch klar, oder? Aber in deinem Leben war ja noch nie Platz für Bristol. Ja, ich habe sehr viel wieder gut zu machen. Das ist mir sehr wohl klar. Du kannst sie so oft sehen, wie du willst. Dafür brauchen wir keine Änderung des Sorgerechts, Mann. Doch, ich finde schon. Ein Kollege hat mir eine Firmenpartnerschaft angeboten. In Toronto. Ich will meine Tochter gern bei mir haben und sie will das auch. Was? Warte mal. Du hast schon mit ihr darüber gesprochen? Nein, sie spürt das. Wir sollten gemeinsam mit ihr darüber reden. Sofern wir uns einig werden, meinetwegen können wir es auch ohne Gericht versuchen. Niemals. Okay. Ich sag dir, was dann geschieht. Irgendwann, nach viel hin und her, stellt der Richter die Frage, und es gibt viele Richterinnen am Familiengericht, stellt sie, also Bristol, die Frage, bei wem würdest du in Zukunft lieber wohnen? Mom or Dad? Und nachdem Bristol ja nicht gerade ein Fan deiner Pia ist, sehen die Chancen für mich doch recht gut aus. Dann wird Bristol erfahren, wie du dich nach unserer Scheidung verhalten hast. Wie ihre Mutter wirklich ist. Das wagst du nicht. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Bei einer Forstwirtschaftstagung. Oh. Ich saß im Hotel am Empfang und Chris hat mich auf einen Drink eingeladen. Bisschen cheesy eigentlich. Teekan? Ja, da über der Kaffeemaschine. Dann haben wir die ganze Nacht geredet. Das war total schön. 10 Stunden oder so. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich diesen Menschen kenne. So, als wenn wir uns in einer anderen Welt schon mal begegnet wären. Hm. Es klingt ein bisschen bescheuert, weiß ich. Nein, gar nicht. Klingt schön. Ja, hat sich einfach irgendwie alles richtig angefühlt mit ihm von Anfang an. Und seitdem haben wir uns nicht mehr losgelassen. Wie ein Märchen. Böse Schwiegermutter inklusive. Also, wenn ihr irgendwann nicht hilft, dann nehmen wir Kamille. Hm? Tobi, Kathi. Mama. Das ist schön, dass zieh du... Zieh meinen Jungen nicht in deine krummen Dinger mit rein. Oh, Kathi, ich schwör dir, das... Oh. Das letzte Mal, als du mir was geschworen hast, war ich 15.000 Euro los. Ja, aber das war doch keine Absicht, Kathi. Warte, Kathi, bitte nicht auflegen. Bitte, lass uns mal in Ruhe reden. Ja, reden. Ja. Sag was. Du fehlst mir so. Kommt da noch was? Du bleibst bei... Du fehlst mir? Okay, dann sag ich dir jetzt mal was. Du fehlst mir nicht. Mir geht's gut. Besser ohne dich. Und das gilt auch für Tobi. Versteh und respektier das bitte. Okay, warte, Kathi. Ich verstehe ja, dass du wütend bist. Und da hast du auch recht. Aber der Tobi und ich, wir sind... Ich bin nicht wütend. Dafür bist du mir viel zu egal.
Mimikry ist übrigens die Kunst der Täuschung. Ein Tier oder eine Pflanze gibt vor, etwas zu sein, was sie gar nicht ist. Kommt dir das bekannt vor? Also, genieß deinen Kanada-Urlaub und lass uns in Ruhe. Bitte. Was soll das? Keine Panik, ich will nur, dass du mir mal kurz zuhörst. Die Smartphone-Rede hatte ich schon. Es ist ein Ratschlag. Schau im Leben nicht immer nur nach unten, schau nach vorn, vor allem nach vorn. You're strange. Guten Morgen, Lady. Morgen. Hab deinen Tee. Wow, das ist ja nett, danke. Bristol, dein Dad und ich, wir fahren heute zum Hochzeitsplan. Hast du vielleicht Bock mitzukommen? Ob ich Bock hab? Was soll ich da? Naja, ich dachte, vielleicht hast du auch ein paar Ideen zur Hochzeitsplanung, was den Look anbelangt, oder? Sie fühlt sich von ihren Eltern alleingelassen. Ich versuche ja, sie einzubinden. Es ist einfach sinnlos, sie hasst mich. Teenager hassen nicht. Sie pubertieren. Da stehst du doch drüber. Ich habe alles versucht. Nette Peer, strenge Peer, gemeinsame Unternehmungen. Ich habe alles gelesen, was die Fachliteratur zum Thema Scheidungskinder hergibt. Es ist aussichtslos. Sie lässt mich einfach nicht an sich ran. Ihren Vater plötzlich zu teilen, ist auch nicht einfach. Wir stehen doch nicht in Konkurrenz. Chris liebt sie abgöttisch, das weiß sie. Hast du sie lieb? Ich mag Bristol. Warum? Ein Grund reicht. Weil sie ihren eigenen Kopf hat. Ingmar hat bisher noch nicht so viel gebracht, aber ich bleib dran. Ein bisschen Geduld musst du schon aufbringen. Wie viel? Für den Ingwertee eine Stunde, für Bristol ein bisschen mehr. Ich hab Bristol gefragt, ob sie mit will. No go. Unsere Hochzeit ist ja nicht gerade ihr Lieblingsthema. Naja, aber... Ja, sie kommt schon klar. Sie hat schon längst lautstark protestiert. Ich denke, Bristol protestiert auf ihre eigene Weise. Oh, Entschuldigung. Immer noch Jetlag? Oh ja. Oh. Warten Sie nicht mit dem Abendessen auf uns. Es wird spät werden. Gut. Viel Spaß. Danke. Esther, können wir dich mitnehmen? Nein, danke. Kästchen holt mich gleich ab zum Golfturnier nach Parksville. Seid ihr sicher, dass ihr ohne mich zurechtkommt? Ja, wenn ich Fragen zur Hochzeitsplanung habe, dann rufe ich einfach Greta an. Sehr witzig, Pierre. Wirklich. Witzig. Hast du schon geschlafen? Hast du Ärger mit deiner Mutter? Ich war heute in deiner Wohnung und da war Post vom Arbeitsamt. Du hast ein Vorstellungsgespräch als Teilzeitkraft in einem Supermarkt in Neuperlach. Was? Ja, aber das hat mir doch der Herr Leubinger erzählt. Ich habe doch kürzlich mit ihm gesprochen. Ist ja auch eine Falle. Ich meine, der Leubinger hat dich durchschaut. Der weiß doch ganz genau, dass du wieder als Kindermädchen unterwegs bist. Wenn du jetzt das Vorstellungsgespräch platzen lässt, dann fliegt alles auf. Tobi, kannst du nicht hingehen und mich entschuldigen? Und was ist, wenn die Supermarkttypen das beim Amt melden? Dann sagst du, ich habe eine ganz furchtbare, ansteckende Magen-Darm-Geschichte und ich komme wieder, wenn ich gesund bin. Ja, machst du das? Danke. Jetzt geh wieder schlafen. Also, nein, Tobi, warte. Kannst du mir mit dem Faust helfen? Ich habe deine Nachricht gelesen. Interpretation schicke ich dir gleich. Du bist der beste Tobi der Welt, echt. Gute Nacht, Tobi. Gute Nacht. Mrs. Ellis said, there's someone you should meet here in the church. I let my bike again up against the church and went back inside.
There was a woman and a child whom I'd not seen. And Mrs. Ellis said, Bristol! The woman is a friend. Bristol? To this town, a mother and a child. Bristol's gone. Lee. You had one job, Miss Hoepner, one, and now she's gone. Lee, Bristol. Was? Weg? Bristol? Wie? Bristol! Bristol? I'll call Mr. Hunter. No, no. Ich ruf Mr. Hunter an. I call. It's my job. Taxi stand Isa. Schönen guten Morgen. Ja, Mr. Hunter, hier ist die Henny Höfner. Das geht um die Bristol. Wohin wollen Sie? Schauen Sie doch mal im look in the rest of the house. Wie bitte, die Adresse habe ich nicht verstanden. Ja, Mr. Hunter, genau, es geht um die Bristol, ja, weil das ist jetzt Dad. Hoffentlich noch nicht zu Hause. What? Ich bleib hier. Hast du eine Ahnung, was so Typen wie der mit euch anstellen? Und dass du einfach hinter meinem Rücken so verschwindest, das finde ich richtig mies. Ist mir egal. Mir aber nicht. Wo wohnt Sharon? Sharon hat ihren Eltern gesagt, dass sie bei mir schläft. Fällt aus. Sag mal, wo warst denn du? Du kannst doch nicht einfach so abhauen. Wir haben uns echt Sorgen gemacht. Los jetzt! Einmal hinsetzen. Ich komme nach Hause und erfahre, dass meine Tochter verschwunden ist. Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Ja. Sie hätten uns sofort informieren müssen. Ja, tut mir leid, aber ich dachte, wir sind vor Ihnen da. Sie haben Ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt. Und das hätten Sie mir verschwiegen, oder was? Nein, nein, nein. Was? Ich wollte ja nur, dass Bristol keine Schwierigkeiten bekommt. Ah, das haben Sie ja großartig hingekriegt. Die haben Sie jetzt beide. Chris, komm. Sie waren für Bristol verantwortlich, Frau Höfner. Und die gondelt mitten in der Nacht ganz alleine per Anhalter nach Victoria und stürzt sich ins Nachtleben mit ihren 13 Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ja nichts passiert. Darum geht's doch jetzt gar nicht. Mann! Aber Henny ist es doch überhaupt nicht schuld. Sie ist eingeschlafen, okay? Ich habe das ausgenutzt. Du bist nie da und motzt uns jetzt an. Bristol, das reicht jetzt. Auf dein Zimmer sofort. Genau, und Sie können auch gleich gehen und Ihre Koffer packen. Schmeißen Sie mich jetzt raus? Ist das dein Scheiß Ernst? Ich hab missgebaut, okay? Nicht Henny. Morgen setze ich Sie auf den Flieger. Das war's von meiner Seite. Hast du noch irgendwas? Danke. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, das weiß ich. Und wenn Sie mir deswegen Ihre Tochter nicht mehr anvertrauen, dann verstehe ich das. Aber eine Sache muss ich Ihnen vorher noch sagen. Was soll denn das jetzt, Frau Höfner? Lassen Sie mich bitte ausreden. Wissen Sie, warum Bristol abgehauen ist? Das ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt für dieses Gespräch. Bei Ihnen ist nie der richtige Zeitpunkt, das ist Teil des Problems. Es reicht mir jetzt. Gehen Sie bitte. Bristol sucht Ihre Aufmerksamkeit. Deswegen spielt sie das wilde Partygirl. Deswegen vergeigt sie die Klausuren. Sie will von Ihnen gesehen werden. Merken Sie das nicht? Wir leben unter einem Dach. Ich sehe Sie jeden Tag. Aber Sie schauen nicht hin. Sonst hätten Sie längst bemerkt, dass Bristol Sie braucht. Ihr Taxi kommt morgen um 8. Dann erwischen Sie pünktlich das Flugzeug nach München. Gute Nacht. Thank you.
Das Frühstück ist gleich fertig. Wie meinst du das jetzt? Wer mir nachts im Pyjama einen pädagogischen Einlauf verpasst, dem vertraue ich gern meine Tochter an. Kommen Sie. Oh, da fällt mir jetzt aber ein Stein vom Herzen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ja, was wissen Sie über Mimikry? Mimikry? Ah. Jetzt, ich traue mich nicht rauszukommen. Doch, zeig. Oh. Du schaust aus wie eine Braut? Wie Aschenbrödel nach der dritten Nuss. Das hat die Kathi immer gesagt, meine Tochter. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, das war ihr Lieblingsfilm. Was ist denn? Hab sie nie in ihrem Brautkleid gesehen. Und warum nicht? Weil. Ach, das gehört jetzt überhaupt nicht hierher. Das ist dein Moment. Schau, wie schön du bist. Ja, findest du? Oh ja. Es ist beautiful. Gorgeous. Ja. Das heißt gorgeous. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Ich bin dran. Das ist die Mailbox von Henny Höfner. Sie können mir nach dem Piep eine Nachricht hinterlassen. Magen-Darm-Virus? Für wie deppert halten Sie mich eigentlich, Frau Höfner? Auf einer Skala von 1 bis 10, wo rangiere ich da deppenmäßig für Sie? Frau Mayburg? Ich habe gehört, dass eine gewisse Henriette Höfner ein Vorstellungsgespräch verpasst hat. Nicht zum ersten Mal, wie die Kollegen berichten. Also das finde ich toll. Wie Sie sich so einbringen als Chefin, das motiviert die Leute, nicht wahr? Was ist denn jetzt mit der Höfner? Gerade habe ich mit ihr telefoniert. Der Frau Höfner geht's nicht gut. Magen-Darm-Sache. Ja, dann rufen Sie sie doch noch mal an und lassen Sie mich mal mit ihr reden. Gut. Dann rufen wir sie noch mal an. Mailbox von Henny Höfner. Mailbox. Ach, es ist ja klar. Es ist ja krank. Ich sehe schon, Ihnen kann man nichts vormachen. Sie haben natürlich recht, Frau Mayburg. Die Frau Höfner ist nicht krank. Sie ist auf einem Existenzgründerseminar. Ach. Ja, sie möchte eine Agentur für Kindermädchen eröffnen. Und warum liegt mir noch kein Antrag vor? Weil sie noch an ihrem Businessplan feilt. Die Frau Höfner ist ja eine ganz genau, ne? Fast schon pedantisch. Die Causa Höfner stinkt, Leubinger. Genau wie manch anderer Fall in Ihrer Kartei. Wie meinen? Sie sind bekannt dafür, Ihre hoffnungslosen Fälle zu decken. Also das ist eine ganz üble Verleumdung, ja. Nächste Woche liegt der Antrag auf meinem Tisch. Sonst überprüfe ich höchstpersönlich jeden einzelnen Ihrer Fälle der letzten 3 Jahre. Ich bin mir sicher, da findet sich so manche Leiche im Keller. Ja, dann suchen Sie halt. Wir werden schon sehen, was Sie dann da... Und dann fliegen Sie. Kündigung, fristlos, ohne Pensionsansprüche. Nächste Woche. Ohne Pensionsansprüche, das werden wir ja dann schon noch sehen. Ja, Mayburg. Hallo? Frau Höfner, Frau Katharina Höfner. Am Apparat. Leubinger von der Agentur für Arbeit. Sagen Sie, ich bin auf der Suche nach Ihrer Frau Mutter. Lassen Sie mich mit meiner Mutter in Ruhe. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das können Sie mir glauben, Frau Höfner. Es ist nur so, ich bin wirklich auf der Suche nach ihr. Ganz, ganz dringend. Eigentlich haben wir ja gerade erst gefrühstückt. Ich brauch das jetzt. Du, wenn du deinen nicht willst? Na, passt schon. Monster Burger als zweites Frühstück. Dann? Burger, Fritten und Cola. Das habe ich immer mit meinem Vater gegessen. Heimlich. Mama fand Fast Food schrecklich. Wie Esther. Naja, nicht ganz so wie Esther. Ich glaube, mein Vater hätte Christopher gemocht. Gib mir mal die Finger waschen. Bis gleich.
Miss Windisch. No, my name is Schmidt. Sure it is. Have a look at this and call me. Number's inside. What is it? Just have a look. Toby. Hi, Oma. Ich mach's ganz kurz. Das Vorstellungsgespräch ist abgesagt. Die haben die Magen-Darm-Geschichte gekauft. Super, Tobi, danke. Ja, aber drück trotzdem vorsichtshalber noch die Daumen. Das mache ich ja schon mein halbes Leben lang. Du, Tobi, das tut mir schon furchtbar leid, dass ich dich da so mit reinziehe, weißt? Aber das ist einfach... Alles easy. Love you, Oma. Ich auch. Tschüss. Kathi, hast du es dir anders überlegt? Wie spät ist denn jetzt bei euch? Die Uhrzeit kümmert dich doch sonst nicht. Sag mal, bist du jetzt völlig irre? Du lässt meinen Sohn für dich lügen? Wie kommst du dazu, Tobi zu deinem Vorstellungsgespräch zu schicken? Kathi, das war ein Notfall. Dein Leben ist ein einziger Notfall. Woher weißt du überhaupt davon? Weil ich Einblick habe in das Leben meines Kindes. Tobi wird dich jedenfalls nicht mehr retten. Was meinst du damit? Es ist mir wichtig, dass das jetzt ganz klar und direkt und ohne Missverständnisse rüberkommt. Es wird zwischen dir und meinem Sohn keinen Kontakt mehr geben. Weil ich es A nicht will und B verhindern kann. Mach's gut. Bist du wirklich sicher, dass du mich heiraten willst? Wo kommt das denn jetzt her? Ich passe einfach nicht in deine Familie. Und das wissen auch alle. Deine Mutter, ich. Du bist der Einzige, der irgendwie versucht hat. Warte mal. Ich weiß, dass ich dich liebe. Und zwar genauso, wie du bist. Und ich weiß, dass ich mich tierisch auf unseren Sohn freue. Willst du nur wissen, dass es ein Sohn wird? Das spürt man als Vater. Shit! Hast du davon gewusst? Hm? Zwiebeln. Was denn? Dass sie schwanger ist. Pierre ist schwanger. Ja, das passiert schon mal. Und mir sagt keiner was? Weil mich geht's ja nichts an, ne? Am Anfang von der Schwangerschaft, da kann so viel schief gehen. Wahrscheinlich wollten die beiden erst sicher sein. Hey, du bekommst einen Bruder oder eine Schwester, das ist doch eine schöne Nachricht. Halbbruder oder Halbschwester. Ja, das mit dem Halb habe ich sowieso nie verstanden. Es gibt doch keine halben Geschwister im Herzen. Bristol, hör mal, es tut mir leid. Lass uns jetzt einfach, Dad. Ich hätte natürlich viel früher davon... Bristol, warte. Eine resolute Nanny im Schlafanzug hat mich darauf hingewiesen, dass ich mich mehr um meine Tochter kümmern soll. Lass sie mich mal. Es wird bestimmt cool. Ja, du hast recht. Ja? Hab dich lieb, Mom. Wollte nur mal schauen, ob alles in Ordnung ist.
Mama hat gesagt, dass ich mich wegen dem Baby nicht aufregen soll. Ja? Mhm. Ja, da hat sie recht. Und dein Dad? Hat mir ganz viel Tolles über Patchwork-Familien erzählt. Hm? Und? Patchwork ist cool. Ich hab voll Glück. Alles gut. Sonst noch was, ich bin ein bisschen müde. Alles gut so schnell? Mhm. Darf ich jetzt schlafen? Kommt drauf an. Gibt's hier Fluchtmöglichkeiten? Soll ich die Türen verriegeln? Nein. Gute Nacht. Nacht. Schlaf schön. Doch. Vancouver Island ist die größte Insel der Provinz British Columbia, bekannt für ihre naturbelassenen Regenwälder, wo noch heute Schwarzbären, Pumas und Wölfe zu Hause sind. Herr Leubinger, was machen Sie denn hier? Und Sie, Frau Höfner? Laut Ihrem Enkel sind Sie todkrank im Bett. In München! Wollen Sie etwa bleiben? Nicht so lange, das können Sie mir glauben. Herr Leubinger, wenn die Hunters erfahren, dass Ihre Premium-Nanny in Wahrheit eine pleitegegangene Kioskbesitzerin ist, dann bin ich den Auftrag los und mein Honorar auch. Sie betrügen den Staat zum wiederholten Male mit einer nicht genehmigten Nebenbeschäftigung. Haben Sie gedacht, Sie kommen damit ewig durch, oder was? Ja, betrügen ist jetzt ein großes Wort. Herr Leubinger, können wir bitte woanders weiter streiten? Da die Straße runter ist eine Tankstelle und da ist ein Imbiss. Da gibt's hervorragende Hamburger. Ich komme dann gleich nach. Ja? Stimmt irgendwas nicht, Frau Höfner? Na, der gute Mann hat sich verfahren. Ich habe ihm nur den Weg erklärt. Gut. Frau Höfner, wir sehen uns wann? In 2 Stunden. Ja? Oh. Greta ist gerade angekommen. Aber was will man mehr? Bist du schon unterwegs? Friseur. Ah, ja. Er hat gestern noch mal angerufen, die Probe für die Hochzeitsfrisur ist doch schon heute. Schön, schön. Christel, wir müssen los. Hast du deine Schulsachen? Moment noch. Ich design gerade mit Mama mein neues Zimmer. Dein neues Zimmer? Du hast doch ein schönes Zimmer. Doch nicht hier. Bristol kommt mit nach Toronto zu mir. Das finde ich cool. Toronto ist eine krass coole Stadt. Es wird sicherlich super mit Mom. Und dein Dad und Pia? Die haben mich auch nicht gefragt, ob ich Geschwister will. Müssen sie auch nicht. Was soll das denn jetzt? Ich habe dir doch von meiner Tochter erzählt. Die war auch nicht immer einverstanden mit den Entscheidungen, die ich für unser Leben gefällt habe. Sie hat dich natürlich trotzdem furchtbar lieb, oder? Sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Ihr Kids denkt immer, wir Erwachsenen wissen alles. Das stimmt aber nicht. Ihr kommt ja nicht mit Gebrauchsanweisungen auf die Welt. Wenn ich früher mit Kathi geredet hätte oder sie mit mir, dann wäre alles nicht so weit gekommen, verstehst? Wir kommen übrigens voll zu spät. Oh. Stimmt. Ach nee, Miss Nyland. Deine Deutschlehrerin. Und Schulleiterin. Hat die paar Minuten jetzt, das kriegen wir schon hin. Hallo, Miss Nyland. Entschuldigen Sie Bristols Verspätung, aber das ist mein Fehler. Ich war lost, ich habe mir verfahren. Ich bin die Henny Höfner. Das ist die Nanny von Bristol und ich unterstütze ein bisschen bei der Nachprüfung zum Faust. Faust ist gerade Bristols geringstes Problem, Miss Höfner. Dieses Video geht seit heute im Internet viral. Ja, den kenne ich, den hat sie mir gezeigt. Eine ganz dumme Mutprobe. Sharon und Bristol wollten zur angesagten Clique von Tyra gehören. Einmaliger Fehltritt, glaub's mir. Ach, wirklich?
haben wir in Bristol Spind gefunden. Unsere Tochter betreibt also auf dem Pausenhof einen schwunghaften Handel mit geklauten Klamotten und fliegt vermutlich von der Schule. Super! Deine Hochzeit, euer Baby, du hast für Bristol keine Zeit und überfordert sie auch völlig mit dieser Situation. Das soll sie dir gesagt haben? Du bist so witzig. Wann denn? Wann denn? Du bist ja nie da. Im Übrigen nennt man diese Situation Familie. Entschuldigung, wenn ich mich da einmische, aber das geht doch jetzt nicht um Ihren privaten Kleinkrieg, sondern um Bristol, die da sitzt. Seit wann wussten Sie eigentlich davon? Ich hab's gerade erst erfahren. Oder wollten Sie die Diebstähle denken? So wie den nächtlichen Ausflug meiner Enkelin in den Mojo Club. Henny ist hier die Einzige, die sich um mich kümmert. Hey, Süße, ich nehme mir wirklich in Zukunft mehr Zeit für dich, okay? Das verspreche ich dir. Das vergisst du, wenn das Baby erst mal da ist, garantiert. In Toronto sind wir nur zu zweit, nur wir beide. Wir gehen zusammen ins Fitnesscenter, wir gehen shopping. Wir schauen jeden Abend deine Lieblingsfilme an. Eine perfekte Mädels-WG. Ich will keine Mädels-WG. Ich will eine Mutter. Da muss ich dich enttäuschen. Deine Mutter hat keinen blassen Schimmer, wie das geht. Und Pia ist natürlich schon eine vorbildliche Mutter. Im dritten Monat, hm? Klar, sie kann natürlich hey, alles. Hey, Moment mal. Lass Pia da raus, klar? Seit du sie hier angeschleppt hast, hat Bristol überhaupt erst Probleme. Was wissen wir überhaupt von dieser Frau? Du kennst sie wie lange? Ein Jahr? Ja und? Also ehrlich, anstatt auf Bristol einzugehen, zerfleischen sie sich hier vor ihren Augen. Na, herzlichen Glückwunsch. Bristol will allein sein. Bristol ist schon viel zu lange allein, weil sich jeder hier im Haus nur um sich selber dreht. Sie zum Beispiel, ja. Egal, was Sie von Pia halten, Ihr Sohn liebt sie und er wird sie heiraten. Warum helfen Sie Bristol nicht, es zu akzeptieren? Das wäre Ihre Aufgabe als Großmutter. Ich will nicht, dass meine Eltern sich hassen. Das tun sie nicht. Hast du nicht bemerkt, wie Mama und Dad sich gefetzt haben? Ja, weil jeder von ihnen Angst hat, dich zu verlieren, weil sie dich lieben. Und bei wem soll ich in Zukunft leben? Da kann ich dir nicht bei helfen, das ist deine Entscheidung. Aber du bist auf Dads Seite, oder? Nein, ich bin auf deiner Seite. Rausreden ist feige. Ich denke nur, eine Patchwork-Familie könnte dir vielleicht ganz gut gefallen. Glaube ich nicht. Nicht mit Pia. Weil Esther und Greta sie nicht mögen. Kann schon sein. Ja, aber um die beiden geht's gar nicht. Es geht um dich. Vielleicht solltest du versuchen, Pia besser kennenzulernen. Hm? Und was ist, wenn sie das gar nicht mehr will? Ich war die ganze Zeit total doof zu ihr. Sie ist doch froh, wenn sie mich los wird. Nein. Bestimmt nicht. Nein, nein, die mag dich gern. Das hat sie mir gesagt, weil du deinen eigenen Kopf hast, hat sie gesagt. Gib ihr eine Chance. Ich versuch's. Ach. Oh, oh nein. Sorry, private property. Can I help you? I am looking for Mrs. Höfner. Theo! Ah, da ist sie. Ich habe ja komplett vergessen. Das ist Christopher Hunter, mein Auftraggeber. Chris Hunter. Grüß Gott, Leubinger. So ein guter Freund aus München, großer Kanada-Fan. Ja, jetzt bist du da, Theo. Ja, da bin ich jetzt, Henriette. Ja, wir wollten im Anschluss an meine Arbeit hier wollten wir ein bisschen Urlaub machen, Kanada entdecken. Die Wildnis, Bären, Wölfe. Bären, Wölfe. Aber du bist ein paar Wochen zu früh, Theo. Ja, aber da gab's ja diesen früheren Flug, der war so viel günstiger. Und ich weiß doch, wie gerade du Überraschungen magst. Nimmst du ja sicher ein Pensionszimmer irgendwo, gell? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, Henriette. Manchmal macht man Sachen und denkt nicht drüber nach, über die Konsequenzen, was das heißt für andere Leute. Einfach so ins Blaue hinein. Bleiben Sie doch einfach hier.
Das Zimmer nebenhin ist noch frei, also. Nein, das ist Ihrer Frau Mutter bestimmt nicht recht. Ach, meine Mutter. Pia freut sich auch immer über Besuch, also. Herzlichen Dank, Herr Hunter. Wo ist Pia eigentlich? Beim Friseur. Aber der Termin war doch schon heute Morgen. Ja, aber so Hochzeitsfrisuren, das ist schon Kunst für sich. Ob man hochsteckt oder Strähnchen macht oder Blumen rein. Und es kann schon dauern, ewig. So, ich zeig Ihnen alles. Gut. Komm also aus München. Also, sagen Sie mal, ich habe stundenlang auf Sie gewartet. Die Zeit hätten Sie ja prima nutzen können, um sich ein Zimmer zu buchen. Also jetzt halten Sie aber mal die Luft an, Frau Höfner, ja? Ich habe für Sie gelogen, ich habe mich für Sie krank schreiben lassen. Ich bin um die halbe Welt gereist, nur damit Sie nicht vor dem Kadi landen. Da muss ich mich vor Ihnen nicht anpampen lassen. Sie betrügen Ihr heiliges Amt mit einer falschen Krankmeldung. Das hätte Ihnen gar nicht zugetraut, Herr Leubinger. Jetzt wird's hinten höher als vorn, Frau Höfner. Ja. Was muss ich denn machen, damit ich nicht auffliege? Damit wir nicht auffliegen. Wieso jetzt Sie? Na ja, meine neue Chefin. Die ist so unangenehm effizient wie pedantisch. Also wenn es zum Äußersten kommt, dann gehe ich mit Ihnen unter. Oh nein. Ja, es gibt aber noch einen einzigen Ausweg. Ja, nimm mal. Welchen? Sie stellen einen Existenzgründerantrag und melden Ihre Agentur offiziell an. Wegen dem sind Sie jetzt extra hergekommen, ja, mit dem Formular. Dem Formular. Also, grundsätzliche Fakten zum Geschäftsmodell, fachliche Qualifikation des Gründers, Alleinstellungsmerkmal, Risiken und Ziele, Marketingkonzept und Finanzierung, Gewinnerwartung, Sonstiges. Frau Mayburg erwartet Ihren Antrag in einer Woche. Aber das schaffe ich nie. Ich weiß. Deshalb bin ich hier. Was? Grundsätzliche Fakten? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie zwei... Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass Sie heute Nachmittag frei haben. Oh. Meine Mutter Bristol und ich haben einen Termin bei der Schuldirektorin, also schönen Nachmittag. Ach so, vielleicht haben Sie ja Lust, Ihrem Freund das Sägewerk zu zeigen? Ja, unbedingt. Forstwirtschaft, Theo, das ist für jeden Kanada-Fan ein Muss. Kannst kaum erwarten. Bristol, Schatz, die Omi sitzt vor. Wo ist dein Benehmen? Den freien Nachmittag hätten wir sehr effektiv für unseren Antrag nutzen können. Du musst dich auch mal entspannen, Theo. Die Landschaft hier ist einmalig. Ich rufe John an, der gibt Ihnen eine Führung. Ja, danke. Ich fahre. Wieso, Frau Höfner? Ja, weil ich mich auskenne, Herr Leubinger. Those are my terms. No, wait. You have my terms. Wait, for what? For what? No, let you cannot just. You want the problem to go? Sagen Sie mal. Oh. Ist doch gewusst. Was wissen Sie denn schon wieder? Fahren Sie schon mal alleine vor? Ich komme dann irgendwie. Ich fahre jetzt ganz genau nirgendwo hin. Jetzt, wo ich Sie endlich unter Beobachtung habe. Ich hab da was zu tun. Ja, dann bitte, tun Sie. Sie machen mich wahnsinnig. Ja, Sie mich auch. Do you need the money? No. Yes? I We live in different worlds, absolutely. It's your decision, Miss Windisch. Choose wisely, just do it quickly. Tick-tock, tick-tock. Miss Windisch? Der Mann in dem Artikel, Peter W., das ist mein Vater. Und der sitzt im Knast. Als ich nach Kanada gegangen bin, habe ich Windisch abgelegten Namen meiner Mutter angenommen. Also dann war die ganze Geschichte mit dem Autounfall? Nein, meine Mutter ist tatsächlich bei einem Autounfall gestorben. Sie war sowas wie sein Fels in der Brandung. Als dieser Fels dann nicht mehr da war, da... Ja. Und dann hat er entdeckt, dass man mit Betrug viel schneller und leichter Geld verdienen kann, als auf legalem Weg. Hast du es gewusst, dass dein Vater kriminell war? Als er das erste Mal erwischt wurde, da brauchte er ein Alibi und da habe ich für ihn gelogen, ja.
Er ist trotzdem kein schlechter Mensch. Er hat einfach sehr, sehr reiche Leute mit gefälschten Aktienfonds betrogen, um unser Leben zu finanzieren. Oh, Robin Hood geht anders. Er ist trotzdem mein Vater. Und der Typ eben? Ist ein Privatdetektiv. Greta hat ihn engagiert, um Munition für ihre Sorgerechtsklage zu finden. Boah. Bei Erfolg kriegt er $10,000. Aber er erpresst mich. Für sein Schweigen verlangt er das Doppelte. Oh. Ja, hast du 20.000? Mein Vater hat all seine Reserven. Ja, denkst du, dieser Detektiv lässt dich in Ruhe, wenn du zahlst? Du hättest mit Chris reden sollen. Von Anfang ja, an. Ja, ich weiß. Ich wollte auch mit ihm reden. Aber als das ernster wurde mit uns und ich diese Familie kennengelernt habe, ich war in Deutschland immer die Tochter eines Verbrechers. Das wollte ich hier einfach nicht mehr sein. Sprich mit ihm. Oh, hallo. Unverwandt. Keine Eile. Sie lesen Goethe? Ja, ich bereite die junge Lady auf eine Deutschprüfung vor. Was gibt's denn da zu lachen? Na, nichts. Frau Oberstudienrätin. Die Wasserspritzer machen es aber schon weg, wenn sie fertig sind, gell? Ich glaube, das gibt eine Haushälterin. Kaum hier, schon ein Snob. Herr Leubinger, mir graut vor Ihnen. Weht ein Schauer durchs Gewölk. Schauer. So. Was macht ihr da? Ich leg mich von der Schule. Was? Ja, ich konnte den Schulverweis offenbar Sozialhilfestunden runterhandeln. Oh, was für ein Glück. Eher Kontakte. Snylands Vater ist ein guter Freund meiner Mutter, also. Ja, aber Sozialhilfe ist gut. Habt ihr so Kleiderkammern für Obdachlose? Ja, in Victoria ist eine. Und da melden wir dich morgen an. Meinetwegen. Was macht ihr denn hier? Wir holen den Strandausflug nach. Kommt ihr mit? Ich hab dir sogar Ingwertee gekocht, falls sie wieder schlecht wird. Danke, das ist ja nett. Ja, aber eigentlich sind wir mit Goethe verabredet. Die Nachprüfung muss jetzt besonders gut werden. Wir können doch auch am Strand werden. Das hast du sogar vorgeschlagen. Stimmt. Kommt, packt eure Sachen, wir fahren sofort los. Sau kalt. 13 Grad Höchsttemperatur, auch im Sommer. Im Pazifik schwimmen nur die Bären. Bären? Ja. Gibt's da Bären? Welche Ausbildung und berufliche Erfahrung haben Sie? Viele. Ich kreuz nur zum Teil an, ja. So, Personal braucht's auch, hier in der Spalte für die festen Kosten. Ja genau, Personal. Mindestens ein Tobi. So, jetzt weiter. Der harmlose Pudel ist in Wahrheit eher... Der Teufel, der Rest faustet mich immer in die Scheiße. Und sie rennt und sie kriegt den Ball. Richtig. Und sie kommt zurück. Den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte. Was macht ihr eigentlich da? Der Theo, der will sich selbstständig machen und ich helfe nur ein bisschen dabei. Der USP fehlt noch. Der was? Der Unique Selling Point, das Alleinstellungsmerkmal. Was ist das Besondere, das Unverwechselbare an Ihrem, an deinem, also, mein natürlich, an meinem Business? Na, ich halt. Dad ist echt glücklich mit Pia. Nein! Problem? Das wäre ja albern. Gefühle sind manchmal albern, weil sie vom Herzen kommen, nicht vom Verstand. Aber ernst nehmen darf man sie trotzdem. Nein! Komm her, ich brauche Verstärkung! Ausgrenzen gilt. Lauf, Bristel, lauf!
Los, zeig's ihnen! Sehr gut. Sie haben recht. Womit? Sie sind der USP. Nein, er ist der Feind! Hat jemand ein Feuerzeug? Wir brauchten sowas. Such mir mal eine Muschel. Und warum eine Muschel? Das wirst du dann schon sehen. Und ich brauche mehr von dem trockenen Zeug hier, von dem Gras und den kleinen Zweigen. Glaubst du echt, das funktioniert? Logisch funktioniert das. Früher war ich oft mit Kathi zelten, als sie noch klein war. Ist die Muschel in Ordnung? Ja, die ist perfekt. Okay. So. So, jetzt. Und jetzt? Ja, das dauert ein bisschen. Muss man Geduld haben. Es klappt. Wow. Ich dachte, das funktioniert niemals. Ja, ich hoffe nur, dass die Männer was Gescheites zu essen bringen. Ich habe gelesen, dass Wilderer in Kanada hart bestraft werden. Wir schauen nur, ob wir den Wilderern was von ihrer Beute abjagen können. Die stellen hier in der Gegend gerne ihre Fallen auf. Vielleicht haben wir Glück. Und wozu dann das Gewehr? Die Bären wissen das auch mit den Fallen. Also eigentlich wollte ich das haben. Was genau das? Das habe ich unter Einsatz meines Lebens vor den Bären verteidigt. Na gut, wenn die junge Dame will, dann tauschen wir halt. Ja, echt? Habt ihr einen Bären gesehen? Nur Theo. Hinter fast jedem zweiten Busch. Dad kann Spuren lesen. Das nächste Mal suchen wir den echten Bären. Nein, danke schön. Die im Busch, die haben mir schon alle gereicht. Wollen wir ein Selfie machen? Die Kathi freut sich bestimmt, wenn du ihr das schickst. Komm, das machen wir. Sag Cheese. Guck mal, das ist doch süß. Früher waren Kathi und ich ein Herz und eine Seele. Ihr Vater hat uns ja sitzen lassen, da hält man schon zusammen. Und dann habe ich sie irgendwann verloren. Nachdem sie das Geld von ihr mit diesem Kiosk durchgebracht haben. Nein, eigentlich viel früher. Die Kathi hat nie verstanden, wie ich lebe, so mit den wechselnden Jobs und früher. Die Kathi hat nie verstanden, wie ich lebe, so mit den wechselnden Jobs und die ganzen Träume von mir, die immer so geplatzt sind. Finanziellen Schwierigkeiten. Für Kathi habe ich versagt, als Mutter und im Leben. Sie sind chaotisch, stur, renitent, unbelehrbar. Aber Henny Höffner, die ist schon richtig, so wie sie ist. Die sagen ausgerechnet sie, wo sie durch mich vielleicht ihren Job verlieren. Warum haben sie mich eigentlich nicht verpfiffen? Weil mir chaotische, sture, renitente, unbelehrbare Frauen gefallen. Irgendwie. Oh, ist das schön. Gefällt mir so ein spontaner Kurzurlaub. Hey, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Doch, ist alles gut. Ja? Ich muss dir was sagen. Ich dir auch. Pia? Ich hol mal Holz. Wärst du eigentlich froh, wenn ich mit Mom nach Toronto ziehen würde? Was? Ich kann ja verstehen, wenn du mich loswerden willst. Und Dad auch. Niemand will dich loswerden, Bristol. Dein Dad und ich, wir wollen beide, dass du bei uns bist. Und ich war die ganze Zeit total scheiße zu dir. Ja. Hey, ich bin die erste Frau, die dein Vater nach der Scheidung mit nach Hause gebracht hat. Es ist doch ganz klar, dass ich da erstmal zur Zielscheibe werde. Außerdem sind meine Mama-Qualitäten auch noch ziemlich ausbaufähig. Eine Mom brauche ich nicht. Die habe ich schon. Ja, so war es jetzt auch nicht gemeint. Wie dann? Glaubst du auch, dass Kitas Mutterqualitäten total scheiße sind, so wie Dad? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Chris das wirklich gesagt hat. Doch. Letztens, als sie sich wegen den geklauten Klamotten gestritten haben. Mom ist einfach cooler als andere Mütter. Nur versteht das niemand. Du, ich würde niemals versuchen, den Platz deiner Mutter bei dir einzunehmen. Das kannst du auch nicht.
Können wir nicht einfach sowas wie Freunde sein? Haben Sie eigentlich Familie? Ich weiß gar nichts von Ihnen. Keine Kinder. Nein. Ich war fast 20 Jahre verheiratet. Dann ist meine Frau gestorben. Hirnschlag. Vor 3 Jahren, 2 Monaten und 5 Tagen. Sie müssen sie sehr geliebt haben. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich zusammen mit Marie verbringen durfte. So. Chris, hast du Bristol gesagt, dass du Greta für eine schlechte Mutter hältst? Was? Ja, kann sein. Was? Warum sagst du was zu ihr? Okay, was ich dir jetzt erzähle, das darf Bristol nie erfahren, okay? Kurz nachdem unsere Scheidung durch war, wollte Greta weg. Greta Moskowski. Ich wollte auf keinen Fall, dass die Kleine ihre Mutter verliert. Also habe ich sie davon überzeugt zu bleiben. Und wie? Eigentumswohnung, bester Lage, Kohle für ihre Karriere. Aber ich dachte, Greta kommt aus einer total reichen Familie. Die High Society-Attitüde hat sie sich erfolgreich antrainiert. Naja, und wir hatten ja auch einen Ehevertrag. Also kam mir diese Finanzspritze sehr gelegen. Und Bristol weiß nichts davon. Wie soll ein kleines Mädchen damit umgehen, dass ihre Mutter sie verlassen will? Manche Wahrheiten nützen niemandem. Aber du wolltest mir doch eigentlich was sagen. Nein. Ist nicht so wichtig. Habt ihr geredet? Hast du es ihm gesagt? Nein. Pia. Ich will mein Glück mit Chris einfach nicht riskieren. Ja, aber der wird dir verzeihen, das weiß ich. Ja, und was, wenn nicht? Wie auch immer, dieser Typ bekommt sein Geld. Manche Wahrheiten nützen niemandem was. Wir brauchen mindestens 2 Stunden, bis wir wieder zurück sind. Bis dahin hast du dein Treffen sowieso verpasst. Der Typ wäre ja schön blöd, wenn er nicht auf mich wartet. Toria, braucht noch mal was? Ich fahr gleich noch mal nach Victoria. Braucht noch mal was? Hier, Christopher, habt ihr einen Moment? Greta hat gerade angerufen. Mit interessanten Neuigkeiten. Pia? Hey. Die Liebe. Was? Das ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Faust, erster Akt. Liebe. Oh Mann, Scheiße, du musst dir das mal vorstellen. Ist Pias Dad echt im Knast? Wenn er Leute betrogen hat. Mit gefälschten Wertpapieren. Na, ihr Großvater Willi Hunter war ja auch nicht ohne. Es waren damals ganz andere Zeiten. Wilder Westen. Pia hat uns belogen, das ist der Punkt. Wenn sie Pia nicht wie das Aschenputtel behandelt hätten, dann hätte sie vielleicht eher... Aschenputtel. Das ist ein durchaus zutreffendes Bild. Nur fraglich, ob der Prinz sie jetzt noch zum Ball führt. Du meinst, Dad macht mit Pia Schluss? Die Hochzeitsvorbereitung habe ich schon mal auf Eis gelegt. Aber Dad ist total happy mit Pia. Ob ihr Vater jetzt im Gefängnis ist oder nicht, ist doch vollkommen egal. Außerdem ist Pia meine Freundin. Ja, das stimmt ja auch. Ja, ich weiß, hat ein bisschen gedauert, bis ich es gecheckt habe. Egal. Ich sag Ihnen jetzt, dass Sie sich nicht trennen dürfen. Das müssen die beiden jetzt alleine klären. Liebe Kathi, nachdem du sämtliche Verbindungen gekappt hast, versuche ich es mit der guten alten Schneckenpost. Eine gescheite Frau hat mal gesagt, Briefe von geliebten Menschen verbrennt man gleich oder nie. Ich hoffe aber sehr, dass du meinen Brief liest, bevor du ihn zum Altpapier kippst. Ich hatte die letzten Tage wenig Zeit, weil es an meinem neuen Arbeitsplatz ziemlich zu und her gegangen ist. So. Hoffentlich haben Sie einen Job, noch wenn Sie zurück in München sind. Die werden ja komplett aufgeschmissen, ohne mich. Leider musste Herr Leubinger wieder zurück nach München, was gut war, damit ich mich wieder auf meine Arbeit konzentrieren konnte. Der?
kommt auf meinen Schreibtisch. Gegen böse Geister aus der Chefetage. Eigentlich war es ganz schön mit Ihnen. Und nicht doch in meine Agentur einsteigen. Noch haben Sie Ihre Agentur nicht, Frau Höfner. Naja, jetzt lege ich erstmal den Antrag der Frau Mayburg auf den Tisch und dann sehen wir weiter, ja. Aber es ist noch ein weiter Weg zum Ziel. Wie meinen Sie das jetzt? Na, Frau Höfner. Machen Sie es gut, Frau Höfner. Wiederschauen. Wie immer habe ich versucht, meine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Und ich habe so das Gefühl, dass das im Großen und Ganzen gelungen ist. Großen und Ganzen. Spricht nicht vom Herzen. Und ich glaube ganz fest, dass diese Familie zusammenfinden wird, so oder so. Auch weil man spürt, dass sich die Menschen hier wirklich lieb haben. Auch wenn sie sich nicht immer verstehen. Let's cut the cake. Jetzt geben sie sich schon einen Ruck und feiern mit. Mein Sohn hat die Tochter eines Kriminellen geheiratet. Was genau soll ich feiern? Willi Hunter hätte als Erster mit Pia getanzt. Touché. Henny. So verkehrt sind sie gar nicht. Du hörst Pia wirklich gern, oder? Kein Stress heute, okay? Das mit dem Privatdetektiv war echt obermies. Entschuldige. Ich hatte einfach nur solche Angst, dass ich dich verlieren könnte. Und Dad, Pia. Und die Big Happy Family, die ich dir nicht bieten kann. I love you, Mom, okay? Und ich bin auch echt froh, dass du nicht nach Toronto ziehst. Mädelsabend, nächstes Wochenende. Komm noch mal rüber. Genau. Geh mal. Na, sag mal, haben wir noch einen Saft? Chill jetzt mal, Dad. Komm mal runter. Vielleicht chill, ja. Den Foss haben wir versemmelt, aber das mit der Patchwork-Familie habe ich gecheckt. Gilt das auch? Und das gilt doppelt. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Passen Sie gut auf Ihre Familie auf. Sobald mein Sohn seine erste Klausur in Sand setzt, melde ich mich wieder bei Ihnen. Tochter. Und jetzt ist es Zeit, meine Koffer zu packen und nach Hause zu segeln. Meine liebe Kathi, auch wenn dir meine Kontaktversuche auf die Nerven gehen, eines wirst gerade du verstehen, dass man als Mutter niemals aufgibt. Ich liebe dich immer, Mama. Herr Leubinger, ihr habt Sie schon vermisst. Frau Höfner, schön, dass ich Sie erreiche. Es geht noch mal um das Existenzgründerseminar. Den Antrag habe ich abgegeben. Der geht hoffentlich durch, wobei... Da sehe ich eigentlich keine Probleme, den habe ja mehr oder weniger ich aufgesetzt, ne? So. Hallo? Ist da jemand?
Lisa, wer kann schon so viel rechnen, wie du willst? Das lag doch hinten und vorne nicht. Wir haben seit Wochen keine Kundschaft mehr. Spätsommer, Papa. War doch schon immer saure Gurkenzeit. Schönes Wetter, gute Luft. Da bleiben sie halt ein bisschen länger. Da fällt bloß nur ein ordentliches Sommergewitter und uns kracht das ganze Dach zusammen. Obwohl, heute ist Vollmond. Wär's immer vorhin gut. Naja, jedenfalls muss ich jetzt los. Ich hab nämlich ein Date.